komm, die sind eh mit dem nächsten Schuss kaputt. Sage ich doch. Und deren Rakete verfehlt. Sehr schön. Wir kriegen keinen Treibstoff. Weniger Raketen, dafür mehr Scrap. Na gut. Ich hoffe ja eh, dass wir mittelfristig bzw. langfristig auf einen dritten Laser umschwenken können. Weil das mit den Raketen ist echt zu nervig. Wir müssen immer neue kaufen. Das kostet wieder Scrap und nee, das klappt nicht so gut. So, wir sollten die Tür noch aufmachen. Sonst wird das mit dem Feuer nix. So, du gehst bitte aus. Nicht ausbreiten, ausgehen. Sonst ist niemand angeschlagen? Nö. So, Feuer ist aus. Türen können zu. Sauerstoff ist auf 78. Wir können jetzt nur noch einmal springen. Das ist nicht so gut. Aber ja, können wir nichts ändern. Wir springen jetzt einfach möglichst weit Richtung Nordosten. Und werden dann, wenn da nichts ist, ein Notsignal raussetzen müssen. Und je nachdem, wie nah die Rebellen dran sind, verstärken wir das Notsignal oder auch nicht. Aber gut, unser Sauerstoff ist jetzt rund um 90%. Das heißt, wir springen mal weiter. Oh. Ein Notsignal. Ja, wir springen zu einem Notsignal, um dann selber ein Notsignal auszusetzen. Das passt doch zu uns. Jedenfalls zu mir. Aber ich mach's wirklich. Denn erstmal wird der zu nah den Rebellen dran. Und wir kämpfen hier gegen ein Schiff und kriegen meist noch eine Belohnung vom zweiten Schiff. Das heißt, wir haben zweimal eine Chance, Treibstoff zu bekommen. Und das klingt doch echt gut. Also, hin da. Ein Rebellenfighter. Mit einem Beamlaser und einem Heavy Laser. Der kommt also gar nicht durch unsere Schilde. Das stelle ich doch mal auf die Probe. Ich schieße einfach jetzt mit beiden Burst Lasern auf deren Schilde. Schilde sind angeschlagen und gucken, was die so machen. Heavy Laser trifft nicht. Schild ist zerstört. Okay, auf die Waffen. Obwohl, einer auf die Waffen und einen schon mal provisorisch auf das Cockpit, damit er nicht abhauen kann. Ja, und deren Beam kommt gar nicht erst durch. Sehr gut. Also Cockpit ist angeschlagen, Waffen sind angeschlagen, das gleiche nochmal. Einer auf Cockpit, einer auf die Waffen. Und so haben wir diesmal keine Raketen verschwendet. Sehr schön. Und kaputt. Gib uns Treibstoff, gib uns Treibstoff. Ah. Zwei Raketen, eine Drohne, 19 Scrap. Und von dem anderen Schiff... Oh. Sie sind sehr schlecht ausgerüstet. Sie versuchen ebenfalls vor den Rebellen zu fliehen. Sie brauchen alle Hilfe, die sie bekommen können. Wir können ihnen nichts geben. 40 Scrap, 2 Raketen, 2 Fuel. Haben wir gar nicht. Also wir kommen hier nicht weg. Das heißt, ich hoffe jetzt einfach mal, wenn ich ihnen 25 Scrap gebe, dass sie uns dafür irgendwas anderes geben. Hoffentlich Treibstoff. Und? Unser Verlangen wurde erfüllt. Es ist wohl so eine Art Dankeschön. Und sie springen weg. Mist. Also sitzen wir jetzt hier fest. Kein Treibstoff. Die Rebellen sind noch einigermaßen weit weg. Aber ich würde ungern... Der Ausgang ist irgendwo hier oben. Ich würde ungern Zeit verschwenden. Also machen wir mal den Beacon an. Auch wenn wir dadurch leichtere Beute werden für Piraten und dergleichen. Aber selbst wenn, sind alles Gegner, die Schrott bringen. Warten. Obwohl wir keinen Treibstoff haben für den Sprung, haben wir immer noch unsere Impulsantriebe. Wollen wir die Zeit benutzen, um das nahegelegene System zu erforschen? Ja, warum nicht? Wir finden ein Asteroidenfeld. Da gucken wir doch mal. Wir finden nichts. Okay, die Chance war es wert. Und wir warten wieder mit dem Beacon an. Wir kommen immer näher. Nichts passiert. Oh, komm schon. Es wird knapp zum Ausgang. Ihr braucht etwas Treibstoff? Sie könnten auch versuchen, uns zu boarden. Aber wir haben keine Wahl. Wir sagen einfach mal, ja, kommt her. Ja, wir werden helfen. Wir werden helfen, euch euer schönes Schiff wegzunehmen. Wir wurden gebordet. Von 3 Mann. Gut, wir laufen da jetzt einfach rein. Und hoffen, dass unsere Krankenstation dagegen heilen kann.
So, und währenddessen schießen wir uns mit S-Bombe. Ne, wir können nicht mit der S-Bombe schießen, weil der grüne Schilde hat. Okay, also erstmal einfach nur die ganze Energie verballern auf deren Schilde. Das ist immer noch grün, oder? Ich glaube, die Leiste, da ist die grüne Schild. Ja. Dann bewahren wir unsere S-Bombe mal auf. Wir haben jetzt drei Besatzungsmitglieder hier drin, die auch geheilt werden. Das müssten wir also schaffen. Und deren Waffen kommen hoffentlich nicht für unsere Schilde, obwohl die Drohne da extrem nervig ist. Nö. Nö, komm nicht durch. Gut. Aber das heißt nicht, dass sie nicht immer nicht durchkommen. Also sollten wir uns beeilen. Wir schießen wieder auf die Schilde. So, Schilde angeschlagen. Oh, jemand hat ein Level-Up. Unser Pilot, sehr schön. Wir schmeißen jetzt mal eine S-Bombe auf deren Waffensysteme. Wusch. Ionenblaster ausgeschaltet, sehr schön. Schießen einmal auf die Schilde, schießen einmal auf die Waffen, aber erst nachdem die Schilde getroffen wurden. Komm. So, Schilde sind weg, Waffen hinterher und treffen nicht. Och Jungs, unsere Schilde halten nicht so gut, weil keiner bei den Schilden ist. Das ist richtig. Du musst zurück zu den Waffen. Du musst zurück zu den Schilden und du musst zurück zum Antrieb. So, jetzt regenerieren sie unsere Schilde auch schneller. Und wir schießen wieder auf deren Schilde. Piu, 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 piu. Und treffen zweimal ein Feuer. Sehr schön. Und es ist ein Zoltan-Schiff. Das heißt, die haben nicht besonders viele Lebenspunkte. Und unser Schildoffizier hat ein Level-Up bekommen. Sehr schön. Wir schießen jetzt auf die Waffensysteme. Da ich einfach mal hoffe, dass das Feuer hier den Rest macht. Und sie versuchen aufzugeben. Zwei Raketen, eine Drohne, 24 Scrap. Nö, wir brauchen Treibstoff. Gib mir Treibstoff. Zwei Treibstoff, eine Drohne, 36 Scrap. Sehr schön. Also es reicht nicht, um hier rauszukommen, aber wir haben jetzt zwei Sprünge Zeit, um wieder Treibstoff zu finden. Also wir springen dahin, dann springen wir dahin. Und dann müssen wir dahin und dahin. Oh, das wird nix. Das wird auf keinen Fall was. Na, mal gucken. Ein Rebellenfighter. Sehr schön. Du hast hoffentlich Treibstoff dabei. Oh, die haben Kampfdrohnen und Repairdrohnen an Bord bei sich. Das heißt, wir schmeißen jetzt eine Bombe da rein. Bumm, da kommt die Repairdrohne an und dann schießen wir noch beide mal drauf. Und haben das Besatzungsmitglied schwer verletzt und die Drohne auch. Das heißt, nächste Salve schießen wir wieder da drauf. Und die kommen knapp durch unsere Schilde. Drohne ist zerstört. Schießen noch die Waffen. Ich will es nicht riskieren, dass sie einmal durchkommen. Unsere Hülle ist ja schon etwas angeschlagen und wir wissen nicht, wo hier ein Geschäft ist. Außerdem müssen wir wahrscheinlich uns zum nächsten Sektor durchprügeln. Also die Rebellenflotte wird schon am Sprungpunkt warten. So, du schießt auf die Waffen. Du schießt hinterher. Ja, ich hätte beide gleichzeitig schießen lassen sollen. So, deren Laser, Schilde deaktiviert. Aber wir sind schnell genug, bevor der hier schießen kann. Also Burst Laser 1 ist fertig. Burst Laser 2 auch. So, alles auf die Waffen. Sie bieten an. Zwei Raketen, eine Drohne und 20 Scrap. Nein. Das mit den Schilden nervt mich ein bisschen. Wir schießen auf die Schilde. Mit beiden, ja. So, Schilde. Ah, okay. Artillerie hat den Rest gemacht. So, gib mir Treibstoff. Eine Rakete, eine Drohne, 35 Scrap. Wir haben inzwischen 185 Scrap. Das sollte ich erstmal ausgeben. Also nicht komplett, aber schon mal so ansatzweise. Ich hätte gerne, was hätte ich denn gerne? Ich hätte mehr Schilde. Und zwar bräuchten wir dafür 160 Punkte ungefähr. Also 1, 2, 1, 2. 25 haben wir noch über. Und wir sollten noch über behalten, um Treibstoff zu kaufen. So. Schilde. 3 Punkte Schilde. Sehr schön. Und 3 Waffen, die in der ersten Runde feuern können. Ja, also wenn das Treibstoffproblem nicht wäre und wir ein paar mehr Raketen hätten, dann wäre das richtig gut. Und der Burst Laser 1 vielleicht ein Burst Laser 2. Ja, das wäre noch ganz schick. Aber jetzt springen wir mal weiter. Und da ist ein Geschäft. Wie geil. Ich hätte mal gucken sollen, was da ist, bevor ich mein ganzes Geld ausgebe. Können wir von dem Geschäft aus zum Ausgang? Nein, können wir nicht. Schade.
Na gut. Gucken wir mal. Haben wir was zum Verkaufen? Nö. Dann kaufen wir jetzt deren ganzes Treibstoff. Oh, da erstmal nur 6 Stück und reparieren uns ein wenig. Ja komm, zweimal lassen wir uns reparieren. 6 Treibstoff wird auf jeden Fall eine Weile reichen. So, und gleich weiter. Alle sind da, wo sie sein sollen. Alles ist verteilt. Jo, springen dahin. Und danach hoffentlich zum Ausgang, bevor die Rebellen da sind. Aber selbst wenn sie da sind, jetzt haben wir 3 Schildpunkte, das passt schon. Ein Mantis-Schiff, das greifen wir doch gleich mal an. Es hat keinen grünen Schild, also schmeißen wir die Bombe auf die Schilde. Zack, schießen einmal auf die Schilde und schießen danach auf die Waffensysteme. So, Waffensysteme angeschlagen, Schilde angeschlagen und oh, wir haben Leute an Bord. Das ist nicht gut, aber wir haben ja verstärkte Türen, das ist okay. Wir schießen auf die Schilde, auf die Waffen und hoffen einfach mal, dass die Türen lange genug halten. Ah, die nehmen nicht wirklich viel Schaden durch den Sauerstoffmangel. Oh, der greift die Türen, obwohl er angeschossen wird. Oh, sehr interessant. Also unser Achhager wird jetzt gut Kampferfahrung machen können, weil er ihm in den Rücken schießen kann. Burst Laser auf die Schilde. Und einmal auf den Antrieb. So, Schilde deaktiviert und Raumschiff zerstört. Sehr gut. Unser Achhager hat auch den hier in dem Raum zerstört und kümmert sich jetzt um den da. Wir kriegen eine Rakete, eine Drohne, 28 Scrap. So, Türen alle wieder zu, bitte. Und du gehst mal kurz in die Krankenstation, auch wenn du dir eigentlich nur einen Nagel eingerissen hast. Obwohl du gegen 2 Mantis-Krieger gekämpft hast. Das war, ja, das war schon schick. So, du wieder zurück. Sauerstoff brauchen wir noch ein wenig. Aber sonst, ja, sehr zufrieden mit dem Schiff soweit. Solange die Steam Cloud jetzt nicht wieder aufmuckt, was sie aber gar nicht mehr kann. Haha, den habe ich nämlich ausgeschaltet. Der Speicher ist jetzt schön sicher auf meiner Festplatte, da kann nichts mehr passieren. Wir springen. Und da ist der Ausgang, keine Rebellen da. Ja, es läuft super. Und ich stehe dazu, dass ich es gesagt habe, jetzt wird nichts mehr schief gehen. Und wir haben die Möglichkeit, 6 Treibstoff zu kaufen für 12 Scrap. Das ist günstiger als an der Station. Ich glaube, das mache ich mal. So, und wir springen gleich weiter in den nächsten Sektor und es ist wieder ein Zivilsektor. Diesmal aber ein Zoltan-Zivilsektor. Das ist sehr schön. Einen Zoltan könnten wir noch echt gut gebrauchen, weil der liefert ja auch Energie für Systeme. Dann sparen wir uns das einmalige Aufstufen. Aber mal gucken, ob wir da einen überhaupt bekommen. Die sind ja doch recht schwer zu bekommen. So, alle da, wo sie sein sollen. Sauerstoff, nee, geht so. Ah, wir springen mal. Wir haben ein Notsignal da unten. Wir haben einen Nebel. Sogar beim Ausgang. Sehr schön. Hier werden wir recht viel Zeit verbringen können. Also Notsignal, dann Zickzack, dann den Nebel. Dann in den Nebel. Und also von da nach da nach da nach da und dann wieder nach oben. Also beide Nebel mitnehmen, damit wir schön viele Züge in diesem Sektor haben können. Ein grünes Schildschiff mit 3 Schildpunkten. Okay. Erstmal Schild niederprügeln. Dann das Beste hoffen. Grünes Schild ist weg. Sehr schön. S-Bombe auf. Auf was machen wir mal? Auf. Wenn wir dies auf die Schilde schmeißen, dann ist es bis zur nächsten Runde eh repariert. Also warten wir einfach kurz. Burstlays sind ja gleich wieder aufgeladen. Und jetzt kommt es auf die Schilde. Und trifft nicht. Okay, dann schießen wir so auf die Schilde, auch wenn wir wahrscheinlich nicht durchkommen. Aber wir haben 5 Schuss und wir verfehlen recht häufig. Aber na gut. Komm, 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 komm. Und einen Treffer. Das ist doch schon mal okay. Schon sind nur noch 2 maximale Schildpunkte. Der kommt nicht durch. So, stopp. Burst Laser, Burst Laser. Schon haben wir jetzt 5 Schuss gegen 2 Schildpunkte. Und wir haben ein Level-Up bei unserem Waffenoffizier. Noch besser. Gleich hinterher. Er kommt nicht durch, wir kommen durch, alles ist gut. Und gleich kommt der Artillerie zum Finishen. So, du schießt auf das Teil da und du schießt auf die Waffensysteme, aber erst, wenn die Schilde unten sind. Also jetzt. Sie wollen aufgeben. Eine Rakete, 22 Scrap. Nö.
So, Schilde sind ganz deaktiviert. Wir schießen mit dem Burst-Laser auf die Waffen und mit dem anderen auf die Antriebssektion, die komischerweise vorne liegt. Okay. Und Artillerie hinterher, alles kaputt. Wir kriegen 2 Treibstoff, 2 Raketen und 38 Scrap. Diesmal hat es sich richtig gelohnt. So, wir haben 56 Punkte. Die sollten wir auch behalten, falls wir über die Möglichkeit stoßen, einen Soldaten zu rekrutieren. Die sind ja recht teuer, wenn ich mich recht erinnere. Also springen wir mal. Oh, und da ist ein Geschäft. Sehr schön. Also ja, es läuft echt ideal momentan.